Wie man es von OnOffice gewohnt ist, bietet die Arbeitszeiterfassung jede Menge Möglichkeiten, individuelle Einstellungen vorzunehmen. In diesem Video arbeiten wir uns von allgemein nach speziell vor. Wir beginnen mit den Grundeinstellungen, dazu werde ich kurz was zeigen. Dann gehen wir auf die Benutzerrechte. Ich zeige kurz, welche Rechte man für die Arbeitszeiterfassung definieren kann. Und letztendlich zeige ich wirklich die Admin-Ansicht für die Arbeitszeiterfassung, welche Einstellungen dort möglich sind. Falls nur ein bestimmtes Thema für Sie relevant ist, in der Beschreibung des Videos gibt es Sprungmarken. Dazu können Sie zu dem Thema springen, das Sie interessiert. Dann müssen Sie sich nicht das ganze Video anschauen. So, wir beginnen mit den Grundeinstellungen. Dazu gehen wir auf Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen. Und hier auf dem Reiter Sonstiges gibt es diese drei Punkte, die sich mit der Arbeitszeiterfassung beschäftigen. Zum einen kann ich bestimmen, wie viele Tage die Arbeitszeit rückwirkend bearbeitet werden darf. Wir hatten das ja bereits im Video zur Editierung von Arbeitszeiteinträgen. Ich kann ein oder mehrere Tage rückwirkend die Arbeitszeiterfassung bearbeiten. Und wie viele Tage das sind, definiere ich hier in diesem Dropdown-Menü. Im Video zur Beantragung von Urlaub haben wir gesehen, dass für bestimmte Termine, zum Beispiel Urlaub, Termingenehmigungen versendet werden, die erst bestätigt werden müssen. Diese E-Mail geht standardmäßig an die E-Mail-Adresse, die in den Grunddaten hinterlegt ist. Ich wechsle einmal den Reiter, hier an dieser Stelle in den Stammdaten oder, falls mit Gruppen gearbeitet wird, an den Gruppenleiter. Falls nun abweichend davon bzw. zusätzlich dazu noch jemand über den Termin benachrichtigt werden soll und die Genehmigung erteilen darf, dann kann man diese Adresse hier angeben in diesem Feld. Falls Sie mit Gruppen arbeiten, es aber eventuell Benutzer gibt, die keiner Gruppe angehören, die aber trotzdem an irgendeiner Stelle ihren Urlaub genehmigen lassen müssen, dann kann hier dafür eine eigene E-Mail-Adresse angegeben werden. Falls Sie in den beiden Feldern nichts eintragen, bleibt es beim Standard. Die Genehmigungen gehen an die allgemeine Adresse aus den Grunddaten, respektive an den Gruppenleiter. So, nun kommen wir zu den Benutzerrechten, die die Arbeitszeit betreffen. Wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, sollten Sie den Benutzer bereits vorher anlegen, bevor derjenige anfängt. Dann können Sie demjenigen schon ein Postfach zuordnen und gegebenenfalls auch eine Gruppe. Der Vorteil ist, derjenige kann dann direkt bei Dienstantritt zum Beispiel seine Arbeitszeit erfassen. Wenn der Benutzer erst an dem Tag angelegt wird, geht das natürlich nicht. So, wir gehen zu Einstellungen Benutzer, wählen den jeweiligen Benutzer aus und auf dem Reiter Rechte finden wir hier links den Bereich Arbeitszeiterfassung. Erstmal zu den sichtbaren Arbeitszeiten. Wie man sieht, kann man demjenigen das Recht nicht entziehen, seine Arbeitszeiten zu sehen. Man kann es höchstens nur auf die eigenen Arbeitszeiten beschränken. Falls derjenige im Backoffice arbeitet, zum Beispiel in der Buchhaltung, und derjenige ist vielleicht für die Lohnabrechnung zuständig, kann man natürlich auch einstellen, dass er alle Arbeitszeiten sehen darf. Falls derjenige der Leiter einer Bürogruppe ist, der gegebenenfalls die Arbeitszeiten seines Teams verwaltet, kann man auch die Sichtbarkeit auf die komplette Bürogruppe einstellen. Dann haben wir noch zwei Berechtigungen. Einmal der Zugriff auf die Benutzereinstellungen für die Arbeitszeiterfassung. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Über dieses Recht kann derjenige die Arbeitszeiten aller Benutzer ändern und die Einstellungen anpassen. Also mit diesem Recht sollte man behutsam vorgehen und das wirklich nur Kollegen geben, die sich damit wirklich befassen müssen. Zusätzlich gibt es noch das Recht, dass Urlaubstermine für alle Benutzer editiert werden dürfen. Auch damit sollte man vorsichtig sein und das nur Kräften geben, die aus gutem Grund über dieses Recht verfügen dürfen. So, wechseln wir jetzt zur Arbeitszeiterfassung. Ich möchte jetzt die Arbeitszeit für meine Benutzer gerne ändern. Ich gehe auf Bearbeiten, Arbeitszeiterfassung. Die Ansicht unterscheidet sich nicht wirklich von der, die wir bereits kennen. Es sind allerdings zwei Sachen hinzugekommen. Zum einen haben wir hier oben neben Monat und Jahr jetzt einen Benutzerselektor. Ich kann also entweder meine eigenen Arbeitszeiten einsehen oder die meiner anderen Benutzer, sofern diese Benutzer die Arbeitszeiterfassung aktiv haben. Zusätzlich ist hier unten ein Button hinzugekommen, die Benutzereinstellungen. Der Zugriff über diesen Button lässt sich über das separate Benutzerrecht freischalten. So, ich klicke auf diesen Button
Und es öffnet sich zunächst eine allgemeine Übersicht. Diese Felder kann ich auch editieren und Eingaben machen. Die würden dann entsprechend übernommen. Allerdings sind das nur wenige Felder. Um detailliertere Einstellungen vorzunehmen, wechsle ich auf den Reiter Benutzereinstellungen. Hier erstelle ich pro Benutzer jetzt die konkreten Arbeitszeiten und habe eine ganze Reihe weiterer Einstellungen, die ich vornehmen kann. Die gehe ich jetzt von oben nach unten durch. So, zunächst mal haben wir hier den Benutzerselektor. Darauf sollte ich auch immer achten, wenn ich hier arbeite, dass ich den richtigen Benutzer ausgewählt habe. Und hier sind tatsächlich auch alle Benutzer auswählbar. Zunächst öffnen sich die Benutzer, die in meiner Gruppe sind. Wenn ich allerdings hier in der Leiste den Namen eingebe, kann ich auch auf alle anderen Benutzer zugreifen. In dieser Übersicht hier drunter mit den Wochentagen gebe ich jetzt die Arbeitszeiten ein. Das ist relativ selbsterklärend. Arbeitszeiten von bis, ich wähle mal einen Benutzer aus, bei dem das bereits eingestellt ist, von 8 bis 17 Uhr. Daneben gebe ich die Dauer der Pause an, also nicht den Zeitpunkt der Pause, zum Beispiel 13 Uhr, sondern die Dauer, das wäre in dem Fall 45 Minuten. Und das Feld daneben, das errechnet sich automatisch aus der Arbeitszeit abzüglich der Pause. Nun kann ich für den Benutzer einstellen, dass der Login nur während der Arbeitszeit möglich ist. Wenn ich diese Funktion aktiviere, kann der Benutzer sich tatsächlich nur zwischen 8 und 17 Uhr einloggen. Der Login außerhalb der Arbeitszeiten ist nicht möglich. Dann gibt es die Funktion, dass Überstunden standardmäßig ausgezahlt werden. In dem Fall werden alle Überstunden nicht in den Folgemonat übernommen, sondern derjenige fängt jeden Monat bei 0 an. Mit der Funktion Benutzer darf die Überstundenauszahlung editieren. Damit ist dieses Feld gemeint. Wenn der Benutzer das editieren darf, entscheidet er praktisch selber, wie viele von meinen Überstunden lasse ich mir jetzt ausbezahlen und wie viele lasse ich in den Folgemonat übernehmen. Wenn ich jetzt beispielsweise 10 Überstunden habe, 10 Überstunden, die möchte ich jetzt nicht in den Folgemonat mitnehmen. Ich lasse mir 6 davon ausbezahlen und dann werden entsprechend nur 4 Überstunden in den Folgemonat übernommen. So, da ist das Fenster wieder. So, ansonsten kann ich jetzt hier jede Menge Angaben machen. Zum Beispiel eine Personalnummer, die ist dann wichtig für den Export. Den behandeln wir noch in einem separaten Video. Wenn ich die Arbeitszeiten exportiere, um sie zum Beispiel in ein Lohnprogramm zu überführen, kann ich hierfür eine Personalnummer vergeben. Hier gebe ich den Urlaubsanspruch an. Das Datum, bis wann der Resturlaub gültig wird, wird in dieser Zeile angegeben. Zwangspause nach bedeutet, dass nach einer bestimmten Dauer, in dem Fall wären es 6 Stunden, automatisch Pause abgezogen wird. Selbst wenn derjenige aktiv keine Pause macht. Die Pause wird dann einfach von der geleisteten Arbeitszeit abgezogen, automatisch. Die minimale Pausenzeit ist genau die Zeit, die abgezogen wird. Das muss nicht identisch sein, zum Beispiel mit der richtigen Pausenzeit, den 45 Minuten. Ich könnte jetzt auch 30 Minuten eintragen. Diese 30 Minuten werden auf jeden Fall abgezogen, auch wenn derjenige 8 Stunden lang seine Arbeitszeit durchlaufen lässt, ohne einmal zu pausieren. Dann werden auf jeden Fall 30 Minuten an Pause abgezogen am Ende des Tages. Die minimale Gesamtzeit definiert, wie viel an einem Tag gearbeitet werden muss, beziehungsweise wie lange an einem Tag gearbeitet werden muss, damit es als Arbeitszeit zählt. Also wenn ich nur einmal kurz für ein paar Minuten eingeloggt bin, zählt das dann schon als Arbeitszeit? Die kleinste Einzeleinheit kann ich auch bestimmen. Damit definiere ich die Dauer, wie lange ich am Stück getrackt haben muss, also die Arbeitszeit erfasst haben muss, damit es als Arbeitszeit gilt. Inklusiv Überstunden lassen sich hier definieren, also Überstunden, die quasi vorausgesetzt werden. Diese werden sozusagen nicht als Überstunden erfasst, sondern erst alles, was darüber hinausgeht. So, die maximale Übernahme bezeichnet die Überstunden, die maximal in den Folgemonat übernommen werden können. Man kann also die Übernahme von Überstunden in den Folgemonat mit diesem Feld hier begrenzen. So, das Feld Arbeitszeiterfassung ab ist ganz besonders wichtig. Erst wenn dieses Feld ausgefüllt ist, funktioniert die Arbeitszeiterfassung überhaupt. Erst dann tauchen die Benutzer in der Arbeitszeiterfassung auf. Die restlichen Felder sind selbsterklärend, falls derjenige noch Ansprüche aus dem Vorjahr oder von der Vorstelle mitbringt, können diese Werte hier eingetragen werden. Ob das jetzt Resturlaub ist aus dem Vorjahr, bisherige Urlaubstage, wie viel davon verfällt, wie viele Überstunden es gab und. Über Sichern werden alle Angaben dann entsprechend gespeichert. Es gibt auch noch den Reiter Urlaubseinstellungen.
Hier können einmal übersichtlich für alle Benutzer die Urlaubsansprüche und der Resturlaub definiert werden. Ist dann praktisch, wenn man mit vielen Benutzern arbeitet, dann hat man hier an dieser Stelle einmal eine gesamte Übersicht. So, mit der Arbeitszeiterfassung von OnOffice kann man recht simpel individuelle Arbeitszeiten definieren für verschiedene Benutzer und kommt damit flexiblen Arbeitszeitmodellen sehr entgegen.